Hafen ist Hamburg und Hamburg ist Leben. Und das Leben ist hier am Hafen. Und das rund um die Uhr. Der drittgrößte Hafen Europas bestimmt den Rhythmus einer ganzen Region. Jedes Jahr werden hier 9 Millionen Container abgefertigt. Hightech und klassische Manpower ergänzen sich am Hamburger Hafen perfekt. Diese Woche wollen Dörte und Pierre in einem Xenius-Spezial herausfinden, wie ein moderner Hafen funktioniert. Und hängen dafür kurzzeitig ihren Moderatorenjob an den Nagel. Pierre arbeitet seit 2 Tagen als Matrose auf einer Art mobilen Wassertankstelle, einem sogenannten Bunkerschiff. Moin. Moin. Na? Nach kleineren Startschwierigkeiten mit der Crew um Kapitän Lars ist der neue Azubi jetzt aber voll angekommen. Jeder Handgriff sitzt. Das machst du auf. Okay. Genau. Und jetzt gehen wir nach unten und dann gucken wir, wie viel wir pumpen müssen. Okay. Auch im Maschinenraum arbeitet Pierre inzwischen ohne Anleitung und steuert die Treibstoffpumpe, als ob er nie im Leben etwas anderes gemacht hätte. Einmal volltanken bitte. Und wir wechseln die Seite. Genau. Den einen machst du zu und den auf. Perfekt. Okay. 7000 Liter hat Pierre heute schon abgezapft und keinen Tropfen Diesel verschüttet. Anders als am ersten Arbeitstag. Längst vergessen. Aber Pierre will mehr. Okay, es hat besser funktioniert als gestern, aber morgen wäre es noch besser. Kein Zweifel, Pierre will jetzt zum Super-Azubi werden und hängt sich noch mal voll rein. Gleich setz dich. Ausdrehen. Oh. Lass hier liegen, das brauchen wir hier gleich. Ein bisschen lockerer lassen. Super, und noch einmal. Ein bisschen lockerer, ein bisschen mehr lose. Okay. Und jetzt. Yes. Super. Gut, und dann kannst du das da wieder aufwickeln. Zufriedener Chef, zufriedener Kunde und ein glücklicher Azubi. Der Holunderjet ist vollgetankt. Auf nach Helgoland. Während Pierre mal kurz durchschnaufen kann, werden nur ein paar Kilometer weiter schon eifrig Säcke verladen. Der Inhalt: feinste Edelkakaobohnen. Davon werden im Hamburger Hafen jährlich 3500 Tonnen umgeschlagen und verarbeitet. Das reicht für 70 Millionen Tafeln feinster Schokolade. Die Lagerarbeiter müssen knapp 100 Tonnen Kakao bewegen. Und das per Hand. Beim Sackschmeißen kommt es auf Kraft, Kondition und möglichst gleichmäßiges Arbeiten an. Dass man nicht viel hin und her greift, sondern jeder weiß, wo er den Sack anzufassen hat. Und dass man nicht von unten nach oben schmeißt. Im höchsten Sinne, dass man sich den Rücken nicht so kaputt macht. Zu grob sollten die Arbeiter aber auch nicht mit den Kakaosäcken umgehen. Der Inhalt ist kostbar. Seit Jahren steigen für Edelkakao die Preise. Jede Lieferung wird deshalb sorgsam geprüft. Thomas Lau arbeitet seit über 30 Jahren mit Kakao. Eine gute Bohne erkennt er sofort. Dass man ihn in die Hand nehmen kann. Und dann knackt er noch richtig schön. Man soll natürlich auch mal an den Bohnen riechen. Richtig nach Schokolade. Bei der schlechten Ware, die gucke ich mir jetzt auch an. Knackt nicht mehr. Und jetzt rieche ich die schlechte Ware und riecht richtig muffig und alt. Wir sehen auch ganz deutlich, dass die unheimlich feucht geworden sind. Und dadurch bildet sich auch Schimmel. Aber nicht nur Schimmel bedroht die Bohnen. Auch Schädlinge können sich in den Säcken verstecken. Und dann sind sie gefragt. Die Inspektorinnen der Pflanzengesundheitskontrolle im Hamburger Hafen. Ihre Mission? Illegal eingeschleppte Schädlinge aufspüren. Keine Made ist vor ihnen sicher. Obwohl die Temperaturen nicht mehr ganz so hoch sind, ist sie noch sehr lebendig. Hast du? Ja.
Okay. Ah, die will nicht. Sie wehrt sich noch? Ja. Die eingesammelten Larven gehen später zur Bestimmung ins Labor. Guck mal, hier ist auch noch eine, bevor sie dich sieht und wegkrabbelt. Ja, das ist erwischt. Ups. Dass wir hier so Mottenlarven finden, das ist relativ typisch. Eine Stichprobe muss Klarheit bringen. Im schlimmsten Fall kann ein Mottenbefall die kompletten Lagerbestände vernichten. Ein Millionenschaden. Schon wartet die nächste Aufgabe. Dieser Massengutfrachter soll 25.000 Tonnen Weizen aus Deutschland nach Libyen transportieren. Doch bevor das Getreide verladen wird, müssen es die Inspektorinnen der Pflanzenschutzkontrolle freigeben. Sie entscheiden, ob der Weizen überhaupt verschifft werden darf. Ihre Kontrolle beginnt im Getreidesilo. Wir suchen hier nach Käfern, ne, nach Schadorganismen letztendlich, die am Getreide dran sein können. Jetzt machen wir hier mal so eine ganz grobe visuelle Untersuchung. Das heißt, wir gucken, ob da schon irgendwas ist. Wenn wir hier schon Käfer finden würden, müssten wir wirklich schnell eingreifen. Das Schiff müsste unter Umständen gestoppt werden, dass halt eben nicht weiter beladen wird mit den befallenen Getreide. Sollte der Weizen mit Schädlingen befallen sein, werden diese noch im Hafen vernichtet. Doch der Weizen ist sauber und kann jetzt nach Libyen gehen. Neben Kakao und Getreide landet im Hafen auch sehr viel Obst. Kaum mit dem Schiff angekommen, wird ein Teil davon direkt in den Hamburger Obst- und Gemüsegroßmarkt transportiert. Die Markthallen liegen sogar noch auf dem Hafengelände und gehören zum Kontrollgebiet. Sowas müsste man mal genau gucken, ob das jetzt wirklich ein Pilz ist oder nur ein Schalenschaden oder irgendwie sowas. Gehen wir auf jeden Fall ins Labor. Ins Labor, zu Almut Quelle. Sie untersucht die Proben auf Schimmel- und Schädlingsbefall. Also wir haben jetzt sehr viele Zitrusproben. Wir machen auch Monitoring auf Guignardia citricarpa. Das ist die Schwarzfleckenkrankheit der Zitrusfrüchte. Würde uns hier eigentlich nicht so interessieren, wenn wir nicht für die ganze EU untersuchen würden. Es gibt ja auch Zitrusanbaugebiete in Spanien oder auf den Kanarischen Inseln. Und wenn dieser Pilz hier eingeschleppt wird, dann könnte er durch unglückliche Umstände auch nach Spanien verschleppt werden und da die Zitrusplantagen befallen. Und dann haben sie ein Problem damit. Ja gut, okay. Kannst ja noch mal schauen, ob du was findest. Wir lassen dich im Moment mal dann mit diesem Spaß hier alleine. Ja, danke. Okay. Mach's gut. Schon auf den ersten Blick macht die Orange keinen sonderlich gesunden Eindruck. Stimmen wenigstens die inneren Werte? Das kann Befall mit einem Pilz sein. Ja, das sieht schon sehr nach Pilz aus. Wenn das jetzt ein Schimmelpilz ist, sollte man die ganze Frucht wegschmeißen. Weil der Pilz ist nicht nur da, wo man ihn sieht. Er ist in der ganzen Frucht, weil Pilze Myzel ausbilden, das muss man sich wie Baumwurzeln vorstellen. Und die kann man so nicht sehen. Und im schlimmsten Fall kriegt man ganz arge Magen-Darm-Probleme. Und mal ehrlich gesagt, Schimmelpilze essen muss nicht sein. Wer mag da widersprechen? Und weiter geht's. Wir gehen jetzt in der Verpackungsholzbesichtigung. Wir haben die Information von dem Schuppen bekommen, dass Schädlinge an der Kiste dran sind. Und dem Hinweis gehen wir jetzt nach. Die verdächtige Ladung kommt aus Indien. Doch für den Inhalt der Kisten interessieren sich die Inspektorinnen gar nicht. Sie konzentrieren sich ausschließlich auf die verbauten Holzlatten, also quasi das Verpackungsmaterial. Da läuft was. Ja. Das ist der Käfer. Der bewegt sich auch richtig schön fleißig mit seinen kleinen Beinchen. Und das ist die Larve dazu. Also die Kiste wird jetzt in ein geschlossenes Behältnis gepackt, damit keine Käfer austreten.
Wenn jetzt zum Beispiel wirklich der asiatische Laubholzbockkäfer dran wäre, dann würde auch wirklich eine Gefahr für die Vegetation hier draußen bestehen, weil einfach Baumbestand da ist. Der geht auf den nächsten Baum rauf und kann sich hier auch wirklich gut vermehren. Noch drei weitere Käfer inklusive Larven stellen die Mitarbeiterinnen der Hamburger Pflanzengesundheitskontrolle sicher und fahren sie zur weiteren Bestimmung ins Labor. Kleinvieh steht nicht auf Dörtes Stundenplan. Im Gegenteil, sie soll jetzt eine richtig große Maschine steuern. Einen Kran. Ja, Dörte, hier unser PDK 1200. Damit können wir hier auf der Werft schwere Lasten bewegen. Der hat eine Auslage von 12 bis 20 Meter. Tragkraft maximal 10 Tonnen. Und da kannst du sehen, die Sachen, die hier in der Nähe rumliegen, die kriegen wir da locker mit bewegt. Ja, der fährt auf den Schienen, dreht. Und der Ausleger ist schwenkbar. Das ist die Sache daran. Dörtes luftiger Kranarbeitsplatz liegt in 10 Meter Höhe. Kein Problem. Denn anders als Kollege Pierre hat Dörte keine Höhenangst. Der ist dafür ein Orientierungsass. Dörte jedoch. So, wie geht's denn weiter? Ja, da musst du hoch. Da oben siehst du doch, wo die Öffnung ist. Da geht's raus zur Kanzel. Da jetzt? Ja, da musst du rauf hier. Das ist der normale Kran für Arbeitsweg? Ja, logisch, natürlich, klar. Okay, also jetzt hier. Darauf, genau. Okay. Das können wir was passieren. Oh! Ach. Dörte, komm, die Arbeit geht weiter. Hier ist die Krankanze. Mal rein in die gute Stube. Ah, das ist mein Arbeitsplatz jetzt. Ja, genau. Da zeige ich dir mal die Bedienelemente. Setz dich mal hin, nimm mal Platz auf unserem Sessel. Oh, ist das cool. Ja. So, Dörte, guck mal hier. Hier außen haben wir den Bedienhebel für den Auslegerarm. Damit kann man den Haken entweder von sich weg oder an sich ranholen. Hier haben wir den Lastseilhebel. Damit kannst du hieven oder vieren. Hieven ist hoch, vieren ist runter. Genau. Und jetzt wollen wir richtig hinsetzen, weil auf der linken Seite haben wir auch noch was. Oh nein, okay. Und hier haben wir das Drehwerk und das Fahrwerk. Ne? Wenn du den Hebel nach rechts schwenkst, dann dreht der Kran nach rechts. Ja. Alles klar. Dörte, bist du bereit? Wir schalten mal den Kran ein. Und zwar ist das hier der Hauptschalter. Ja. Auf ein, da drauf drücken bitte, auf den schwarzen. Zack, wow, jetzt ist gezündet. Und jetzt musst du einmal erstmal in die Richtung drehen. In welche? In die Richtung, das heißt links. Und das war ja von dir weg. Ist das richtige Richtung? Ja, natürlich. So, jetzt kannst du schon mal stoppen, weil dann abläuft. Wahnsinn. Achso, ein bisschen mehr. Mach mal. Dörte bringt den Kran langsam in Position. Nach den Trockenübungen muss sie gleich eine tonnenschwere Last umheben. Aber keine Angst vor großen Dingen. Das denkt sich wohl auch Pierre. Schon seit 3 Tagen arbeitet er als Azubi auf einem Bunkerboot und betankt fleißig Schiffe. Doch das reicht ihm jetzt nicht mehr. Willst du auch mal probieren zu steuern? Ja, können wir gleich machen. Ja. Offiziell braucht man ein Patent, aber wenn ein Schiffsführer auf dem Schiff ist, dann kannst du auch als Steuermann fahren. Das ist gar kein Problem. Wie funktioniert das? Hier ist dein Steuerrad, der kleine Joystick. Okay. Ist im Prinzip wie beim Auto, da wo man hinlenkt, da fährt das Schiff auch hin. Okay. Es reagiert nur nicht so schnell wie mit einem Auto. Das braucht man ein bisschen. Okay. Man muss ein bisschen Geduld haben. Auch nicht so viel lenken, immer ein bisschen nur. Und dann auch rechtzeitig, wenn du eine Kurve fährst, dass du rechtzeitig wieder gerade drehst, also zur Mitte stellst, weil das Schiff immer noch ein bisschen die Kurve hinterher fährt von alleine. Okay, aber du bist dabei. Ich bin dabei. Sitzt ganz schön hoch. Ein guter Überblick ist für einen Steuermann das Wichtigste. Und natürlich volle Konzentration. Besonders auf der Elbe. Bis zu 80.000 Schiffe nutzen jährlich den Fluss. Damit gehört die Elbe zu den am meistbefahrensten Schifffahrtsstraßen der Welt. Das häufigste Ziel, der Hamburger Hafen. Pro Jahr legen hier über 4.000 Containerschiffe an und bringen Waren aus aller Welt. Seit 2013 gelten im Hamburger Hafen die Regeln eines Seezollhafens in der Europäischen Union.
Das bedeutet, dass alle Waren, die nicht aus der EU kommen, in Hamburg verzollt werden müssen. Professionelle Schmuggler versuchen, das zu umgehen. Doch für diese Kandidaten ist die Hamburger Zollbehörde gut vorbereitet. Verdächtige Container schickt sie samt LKW in die größte Röntgenanlage Europas. Immer wenn es ums Geld geht, wird auch geschmuggelt. Und insofern wird alles das geschmuggelt, womit sich Geld verdienen lässt. Das sind sicher hochsteuerbare Waren, also nach wie vor unversteuerte Zigaretten, aber eben leider auch immer wieder Drogen. Das auffällig hohe Gewicht des Containers macht die Zöllner misstrauisch. Sie kontrollieren den LKW. Ist in der Fracht mehr als angegeben? Kernstück des 58 Meter langen Hightech-Tunnels, ein riesiges Röntgengerät. Es durchleuchtet den kompletten LKW von der Seite und von unten und das in knapp einer Minute. Mehr als 50.000 Lastwagen können so jährlich in der 18 Millionen Euro teuren Anlage genau untersucht werden. Mit beachtlichem Erfolg, wie diese Archivbilder beweisen. Bei ihren Verstecken sind die Schmuggler erfinderisch. Kokain im Oldtimer, in Götterstatuen oder im Sportboot. Allein im Frühjahr 2016 wurden vom Hamburger Zoll Drogen im Wert von mehreren Millionen Euro aufgespürt. Doch nicht nur Rauschgift, auch geschützte Tierarten und Schlangenhaut konnten dank des Röntgentunnels schon entdeckt werden. Der verdächtige LKW ist in Position. Die Beamten starten die Riesenmaschine und haben kurze Zeit später das Röntgenbild. Im Container stapeln sich Rollkoffer. Entwarnung? Überall, wo Hohlräume sind oder wo die Ware etwas massiver ist, kann man natürlich was verstecken. Dazu laden ja gerade Koffer, das weiß jeder Reisende, eben ein, dass man da etwas reintut, was da nicht reingehört. Das würde sich natürlich bei Koffersets ganz besonders anbieten. Und insofern ist schon immer die Vermutung da, dass irgendjemand versucht, in einer Ware eine andere Ware zu verstecken und die dann zu schmuggeln. Also besser noch mal genau hinschauen. Die hochauflösenden Bilder lassen sich mehrfach vergrößern. Hier zum Beispiel habe ich einen Koffer. Der ist ja, man hat den Rahmen, der ist dunkel. Dadurch ist es da, also da hat man mehr Masse. Aber innen drin ist er ja hohl, das heißt, er ist recht hell. Und wenn das jetzt hier zum Beispiel dunkler werden will, könnte man dort Zigaretten vermuten oder Drogen eventuell. Aber hier ist eben halt, hier sieht man nur diese Stangen, das sind die für den Griff. Und alles andere ist eben halt hohl. Das heißt also, in diesen Koffern scheint nichts versteckt zu sein. In dem Fall ist zwar der Container voll, aber nichts für uns drin. Richtig, genau. Der LKW darf weiter. Und die Beamten? Die trainieren ihren Röntgenblick weiter. Das sieht nach Umzug gut aus. Ja. Ha, gut geraten, genau. Umzug im Container. Mit zwei Pkw dabei. Zwei Pkw und jede Menge Kleinkram. Ja. Das wird erstmal dauern. Ist das da oben ein Surfbrett? Das ist da oben so. Ja, das sieht so aus. Also das sind schon alles Dinge, die in einen normalen Haushalt gehören oder die man einem normalen Haushalt zuordnen kann. Aber da lohnt sich dann immer mal so ein Blick noch mal ins Detail, ob da irgendwelche Strukturen oder Silhouetten dabei sind, die nicht ganz typisch aussehen. Hier, guck mal, was hältst du davon? Nur eine dünne Silhouette elektrisiert den Profi. Die Vergrößerung beweist, warum. Man erkennt in diesem Fall eigentlich, denke ich recht klar, das Griffstück, den Abzug, das Magazin eines kleinen Revolvers. Tatsächlich sollte die tödliche Waffe so ins Land geschmuggelt werden. Wir haben die besonderen Fälle, die wir hier gefunden haben, natürlich für uns abgespeichert, damit auch die neuen Kollegen, die zu uns kommen, Fälle haben zum Suchen, zum Lernen, um mit der Erfahrung dann immer besser zu werden. An Erfahrung mangelt es Neusteuermann Pierre noch ein bisschen. Und ausgerechnet jetzt naht ein Hindernis. Ich habe ein bisschen Angst um diesem Schiff hier links. Nö, da passiert nichts. So viel Vertrauensvorschuss hat Ausbilder Lars seinem Schützling lange nicht entgegengebracht. Pierre dankt es ihm und passiert problemlos den Segler. Unser Gast, den kannst du mal ein Stück zurückziehen, nach oben hin. So? Ja. Noch mehr? Ja, noch ein bisschen. So, ja, jetzt legen wir gleich beim Kunden an. Okay. Und dann können wir jetzt tauschen. Na gut, unendlich ist das Vertrauen dann wohl doch noch nicht. Ein 35-Meter-Boot ist eben nicht ganz einfach zu manövrieren. Und ein 10 Meter hoher Kran?
Steuern kann Dörte schon ganz gut, aber Lasten heben? Okay, Dörte, pass auf, komm, wir müssen diese Big Packs da umpacken und zwar gleich rauf aufs Schiff. Das wird das Beste sein, wenn du dich einmal, wenn du einmal durchfährst, drehst und dann picken wir die Big Packs an, okay? Was? Ja. Durchdrehen. Einmal durchfahren, drehen, sodass du von der anderen Seite die Big Packs siehst und dann den Haken runterlässt. Okay. Ja? Das machen wir. Pass auf, wie war das mal noch? Vorne war die Wasserseite, nach hinten war die Landseite. Wo wollen wir hinfahren? Zur Landseite. Also, den Hebel zu dir ziehen. Okay, so. Genau, und schon geht's los. Warum piept das? Das ist immer die Sirene für die Leute, dass sie unten gewarnt werden, dass du fährst. Stimmt, da ist auch ein Mann da unten. Ja, genau, der weiß jetzt Bescheid. Da darf ich nicht mehr auf den Schienen fahren. Oh, ist das krass. Fahr ich weiter? Ja, und jetzt musst du ja auch noch drehen. Ne? Ach so. Wir wollen ja umdrehen. Fahren und drehen. Jetzt geht's los. Jawohl. Boah, ist das krass. Du siehst den Haken, du siehst ja gleich, dass das genug ist. Ja. Ne? So, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Okay, jetzt langsam bremsen, jawohl. Na, wie war das? Nach rechts geht's nach rechts, genau. Und jo, passt schon genug. Vorne, den Vieren, ja. Langsam bringt Dörte den Haken in Position. Der Auslegerarm ist bis zu 20 Meter lang. So kann Dörte die Lasten nahezu überall auf dem Gelände abstellen. Die sogenannten Big Packs sind aus Kunststoffgewebe und werden vor allem dazu benutzt, um Schüttgüter zu transportieren, also Sand oder Kies. Bis zu 800 Kilo können sie wiegen. Wahnsinn, Wahnsinn! Wow, gleich hast du genug gedreht. Wow, das ist ja... Einmal stoppen, aber fahren müssen wir noch. Jetzt nochmal volle Konzentration. Dörte muss den Big Pack an den richtigen Ort bringen und ganz langsam runterlassen. Geschafft. Der Hafen. Dörte und Pierre sind nur noch morgen hier. Aber Hamburgs Hauptschlagader wird weiterpumpen, so wie immer. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Eine faszinierende Welt. Ist es schon vorbei? Ja, Dörte. Aber das war wunderschön, dass du da warst. Das war ganz große Klasse. Ja. Auch so, wie du die Arbeiten gemacht hast. Prima. Vielen herzlichen Dank. Ja. Also, du warst der beste Ausbilder aller Zeiten. Dankeschön. Ein Abzeichen kriege ich jetzt nicht, denke ich mal, ne? Nö, sowas haben wir in Hamburg leider nicht. Ein großartiges Abzeichen leider nicht. Ich habe vorgesorgt, damit ich das in ewiger Erinnerung behalten kann. Oh, wie schön. Das finde ich aber ganz toll. Also danke dir, Bernd. Okay, wie sagt man, Damantau? Damantau, ja. Damantau. Seitau. Abschiedsworte auch bei Pierre. So, hat alles geklappt, hat super Spaß gemacht mit dir, hast deine Arbeit gut gemacht. Danke. Hast alles gut hingekriegt, wunderbar. Und jetzt haben wir noch eine Überraschung, damit du auch ein richtiger Matrose auf ein Bunkerboot wirst. Kommst mal mit nach hinten, okay. Zeigen wir dir was. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versieht und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blieb. Ihr seid echt gemein. Und von Boot zu Boot das alte Lied erklingt. Hör von fern, wie es singt. Bis gleich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hart mit mir. Zur bestandenen Prüfung. Vollwertiger Matrose bist du jetzt. Prost. Danke. Danke euch. Es hat Spaß gemacht. Ja, mit dir auch. Ich habe vieles gelernt und vieles nicht gelernt. Vergiss mich. Weise Worte eines frisch getauften Leichtmatrosen, der schon morgen das Wasser gegen luftige Höhen eintauschen muss. Zumindest wenn er. Oh Gott, es war kalt.
Außerdem morgen. Dörte und Pierre nehmen Abschied von Hamburg. Aber natürlich nicht nur leise, sondern mit einer ganz besonderen Überraschung. Und wir zeigen Ihnen, wie der Hamburger Hafen Bananen reifen lässt. Und was passiert, wenn Natur und Megafrachter aufeinandertreffen?